Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir haben Ostermontag, das heißt Fahrverbot. Ich habe den Tag genutzt, um meine Garage sauber zu machen. Ist der Boden alles wieder wirklich sehr schön, sehr sauber geworden. Das freut mich natürlich. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich den Leih-Arktros auch gleich noch gewaschen. Mit dem Hintergrund, nächste Woche bzw. kommende Woche jetzt, ab morgen beginnt ja die neue Arbeitswoche, treffe ich mich mit meinem DAF-Händler. Ihr wisst ja, mein DAF steht in der Werkstätte. Da hat es ein Problem gegeben, Motorschaden in Mannheim. Im Getriebe wurde noch irgendein Defekt gefunden, also mehrere Dinge. Mal schauen, was mir die jetzt also anbieten. Was wir da machen können, ob es ein neuer DAF wird, ob es der alte wird, repariert, wer weiß es. Der Vertreter wird es mir morgen erklären, beziehungsweise werde ich ihn morgen anrufen, ob der Termin morgen dann zustande kommt oder erst die nächsten Tage, das werden wir dann sehen. Ja, ja, was gibt es sonst? Steigen wir mal ein. Dem einen oder anderen wird es auffallen. Ich habe ganz neu den DLAN-Clip. Ihr seht die Bewegungen, die ich hier mit meinem Kopf mache. Überträgt dieser DLAN-Clip ins Spiel. Sehr viele von euch kennen sicherlich Track.ir. Track.ir ist sicherlich ein sehr bekanntes Tool. DLAN-Clip ist vielleicht weniger bekannt. Ist die preisgünstigere Alternative zu Track.ir, funktioniert aber im Grunde genommen gleich und ja, geht da los. Ja, so viel zu meinem kurzen Video, mehr oder weniger eine Ankündigung, dass eben mit dem DAF in den nächsten Tagen was passieren soll. Ich bin selbst wirklich gespannt, was die mir anbieten können. Wir steigen nochmals aus, es ist ein wunderbarer Tag heute. Seht euch an, hier in meiner Garage in Linz, perfektes Traumwetter. Ja, vielleicht mache ich noch einen kleinen Spaziergang mit meiner Frau, mal schauen. Ja, sobald es irgendwas Neues gibt vom DAF, werdet ihr natürlich darüber informiert. Da gibt es dann ein neues Video. Ich melde mich, bis zum nächsten Mal, danke fürs kurze Reinschauen. Euer Hermi.